Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns mal wieder Agando Whatever You Want mit dem Agando Agua 3666 R5 RGB für 799,90 €. Wurde ein paar Mal darauf aufmerksam gemacht, ich sollte das doch mal bitte mir anschauen und testen und vergleichen, und dann mache ich das natürlich, wenn ihr das möchtet. Ist natürlich ein Budget-Build. Da muss man ganz klar sagen, dass für den Preis nicht allzu viel erwartet werden darf. Vor allen Dingen nicht bei der aktuellen Marktlage, was die Grafikkarten angeht. Aber wir gehen gleich einfach mal durch. Vorher noch eine Thematik, die habe ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen und heute wollte ich sie ja so ein bisschen publizieren. Es ist folgendermaßen: Einer unserer User auf Discord hat mir davon berichtet, dass er sich ein System bei Agando gekauft hat und auch unserer Meinung gefolgt ist und hat den RAM aufgerüstet. Da war wohl, glaube ich, vorher irgendwie 3200 MHz RAM drin. Den hat er wohl hochgezüchtet auf 3600, also hat sich extra einen bestellt, der das auch kann, den Ripshaw 5 von G-Skill. Und dann hatte er wohl die Problematik, dass er das System nach Hause gekriegt hat und dann im BIOS festgestellt hat, dass da nur ein 3000er drin war. Und das lag auch nicht an der Grundfrequenz, liegt auch ganz woanders, sondern es war einfach so, die haben tatsächlich nur 3000er Kingston HyperX Fury verbaut. Ohne ihm das zu sagen. Man könnte jetzt natürlich hergehen und sagen, pass auf, wir haben es jetzt nicht lagernd. Wir schicken dir den Rechner, da ist im Moment noch anderer RAM drin und sobald wir ihn lagernd haben, kriegst du den dann. Das wäre ja auch in Ordnung gewesen. Hat man das System etwas früher, dann wartet man noch ein, zwei Wochen, dann kriegt man auch den RAM. Nö, die haben ihm das einfach geschickt, in der Hoffnung, dass er es nicht merkt. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie er da drauf gekommen ist, ob er unserer Meinung gefolgt ist, beziehungsweise unseren Tipps, dass er mal nachgucken soll im BIOS, dass auch alles stimmt. Normalerweise sagen wir, wenn ihr ein System kriegt von irgendeinem Fertig-PC-Hersteller, guckt, dass XMP aktiviert ist. Dann guckt er ins BIOS, XMP ist aktiviert, aber mit einer ganz anderen Frequenz. Dann macht er das Gehäuse auf und sieht, da ist ein anderer RAM drin. Das geht nicht. Man kann nicht. Er hat ja Aufpreis bezahlt für den 3600er von den Ripshaw 5 gegenüber dem 3000er, was vorher drin war, oder 3200er. Dann verbauen die einfach irgendeinen anderen RAM und sagen sich dann, der Kunde merkt es eh nicht. Wer ein Fertigsystem kauft, hat ja eh keine Ahnung. Was ist das? Das funktioniert nicht. Ich blende euch das mal ein. Das war auch noch so, es war ein anderer da, der hat auch ein System da gekauft, da war der RAM defekt. Gut, kann passieren, aber normalerweise werden diese Systeme natürlich getestet. Das sagt Agando zumindest, das sagt auch Dubaro, das sagen auch alle anderen. Da macht er das Ding an, geht nicht. Dann hatte ich auch den Fall, dass da wohl einer war, der das System gestartet hat. Windows-Defekt. Erstmal Reparatur. Das ist Mist. Testet eure Systeme, wenn ihr sie rausschickt. Und schickt keine Systeme raus, wo das Falsche drin ist, in der Hoffnung, der Kunde merkt das nicht. Das ist fast schon Betrug. Da muss man aufpassen. Wenn ich ein System anbiete und der Kunde konfiguriert sich dann was anderes rein, was die ja scheinbar auch sich notiert haben, da habe ich ja hier den WhatsApp-Verlauf zwischen ihm und Agando, dann kann es nicht angehen, dass da einfach gesagt wird, ah, haben wir gerade nicht auf Lager, knallen wir ihm was anderes rein, merkt er eh nicht. Die haben erst reagiert, wo er denen geschrieben hat, ne? Der hat keine E-Mail gekriegt, keinen Anruf, gar nichts. Wenn ich jetzt ein System verkaufen würde und ich sage dann dem Kunden, ich rufe den an, ja, pass auf, ich habe den gerade nicht da, ich tue dir erstmal was anderes rein und schicke dir den Rest dann nach. Ja, okay, kein Problem, aber so, das funktioniert so nicht. Er hat jetzt natürlich auch den neuen RAM gekriegt, er hat ihn selber eingebaut, hat den anderen zurückgeschickt. Das ist natürlich auch wieder Rennerei mit der Post und so, das muss nicht sein. Das finde ich absolut nicht gut. Und ich würde mir wünschen, dass Agando vielleicht ein kleines Statement dazu ihm gegenüber, vielleicht auch mir gegenüber schreibt. Ich weiß nicht, ob sie dieses Video sehen. Das funktioniert auf jeden Fall nicht. Ich kann nicht ein System verkaufen, wo der Kunde was nachkonfiguriert und ich schicke ihm trotzdem irgendwas anderes. Das geht nicht. Gut, hätten wir dieses Thema auch schon mal erledigt. Jetzt kommen wir zu diesem System. Agando Agua 3660 R5 RGB für 800 €. Da haben wir als Gehäuse, also erstmal zu dem Bild, ist fake. Der leuchtet nicht, das leuchtet nicht. Der hinten, der Lüfter, der könnte noch leuchten. Das kann gut sein, dass sie den überhaupt einbauen. Das weiß ich gar nicht. Ich habe mir eben ein Video angeguckt, da war kein Lüfter hinten verbaut. Es kann sein, dass sie jetzt in der Zwischenzeit mittlerweile einen Lüfter hinten drin haben, aber vorne der RGB-Streifen, der stimmt. Das hier, nee. Das Board ist nicht so groß, der RAM leuchtet. Lassen wir es links liegen. Orientiert euch am Gehäuse. Ist auf jeden Fall fake, was da drin ist. So, als Gehäuse haben wir ein Silent Blade RGB. Das haben wir auch hier, da könnt ihr, ich habe es eben in einem Video nochmal gesehen, von TweakPC war das, danke nochmal dafür. Ihr könnt auch eine Wasserkühlung einbauen, diese Möglichkeiten hat das Gehäuse, hat die Standardanschlüsse an der Front. Hier wie immer kommt das Mainboard rein, hier kommt die Grafikkarte rein, ja, was soll ich da noch großartig zu sagen. Hat wohl nicht so viel Platz, was Kabelmanagement angeht, geht euch aber auch nichts an. Der kommt ja fertig gebaut zu euch nach Hause. So, wenn ihr hinterher dran rumbasteln wollt, da ist schon nicht so viel Platz, das sieht man auch hier. Wasserkühlung kann optional hier oben eingebaut werden oder in der Front, braucht ihr bei dem System nicht, gibt es aber halt für die Zukunft, könnt ihr machen. Hier oben habt ihr noch USB-Anschlüsse, Mikrofon, Kopfhörer, das ist, was jedes Gehäuse quasi hat. Gut, ihr habt hier vorne noch einen LED-Button, da könnt ihr diese Frontleiste mit steuern. Ihr könnt es aber auch über das Mainboard steuern, soweit ich gesehen habe. Reset-Knopf und einen Anknopf, ja, nichts Besonderes.
Kostet auch nur 39,88 Euro bei Mindfactory. Ja, ihr wisst ja, es ist ein Budget-Build für 40 Euro. Ist schon in Ordnung. Es gibt günstigere Häuser. Ist schon okay, dass sie das genommen haben. Dann haben wir Aerocool AeroWide 500 Watt Netzteil hier drin. Ist natürlich nur ein Bronze-Netzteil, beziehungsweise 80 plus. Aerocool kenne ich. AeroWide 500 Watt. Preislich gesehen würde ich fast schon sagen China-Böller. Ich zeige euch gleich noch was dazu. Für dieses System natürlich völlig ausreichend. 35,82 Euro über Mindfactory. Das packen wir auch so in den Warenkorb. Aber dieser Artikel, den ich gesehen habe, der war nicht so erfreulich. Hier haben wir von Computerbase einen Test. Der ist von 2016. Das ist 5 Jahre her. Es kann gut sein, dass sich jetzt vieles geändert hat, aber ich habe es halt gefunden. Verpackte 500 Watt Netzteile im Test. Aerocool, Be Quiet, Chief Tech und Silent für unter 50 Euro. Und dann lacht einen halt, wenn man ein bisschen runterscrollt, das hier an. Kabelausstattung, Qualitätsprobleme des Kabelzulieferers von der Aerocool. Das hier ist alles technisches Gelaber. Aber hier steht, obwohl auch für das X-Predator 500 Watt 18 AWG-Adern vorhanden sein sollten, muss der Kabelzulieferer entweder mit kleineren Querschnitten gemogelt oder verunreinigtes Kupfer eingesetzt haben. Denn in den Messungen wurde eine starke Hitzeentwicklung an den Kabeln festgestellt, die bei solchen Belastungen nicht auftreten darf. Hitzeentwicklung am Netzteil, keine gute Sache. Die sind ja meistens auch in so einer Netzteilbox, da wird es dann schön muckelig drin, dann kuckelt euch das irgendwann weg, dann habt ihr ein Problem. Ich bin von diesem Netzteil nicht so begeistert. Ist natürlich gut möglich, dass sie es mittlerweile geändert haben. Also ist auch nicht modular, es ist so ein 0815 Netzteil. Reicht für dieses System, wie gesagt, aber würde ich mir so nicht kaufen. Als Mainboard haben wir ein MSI B450M Pro-VDH Max AMD B450. Ist nichts Besonderes. Ihr habt hier gekühlte Spannungswandler, hier komischerweise nicht, keine Ahnung warum. Hier habt ihr 4 RAM-Bänke, nicht selbstverständlich, ich sag's immer wieder. Es gibt auch Boards mit 2. Das heißt, ihr könnt hinterher den RAM noch erweitern. Hier kommt die Grafikkarte rein, der Slot wird sowieso verdeckt. Hier unten die M.2-SSD, die auch verbaut ist. Und den könnt ihr mit viel Glück, wenn der Lüfter das nicht verdeckt, nutzen für USB-Erweiterung, WLAN-Karte oder ähnliches. Was die I/O-Blende angeht, habt ihr hier Line-In, Kopfhörer, Mikrofon, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, HDMI, DVI, VGA, benutzt ihr sowieso nicht. Der Prozessor hat keine Grafikeinheit und PS/2-Anschluss benutzt ihr meistens auch nicht. Ist halt ein Grundboard. In der Preisklasse, was soll man anderes erwarten? Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass sie vielleicht ein B550 eingebaut hätten, aber die beginnen so bei ca. 70 Euro. Das wären wieder 10 Euro zu viel gewesen. B450 geht auch. Wenn ihr hinterher einen Ryzen 5000 irgendwann nachrüsten wollt, dann müsst ihr einmal ein BIOS-Update machen. Dann funktioniert das auch. Ihr habt allerdings kein PCI Express 4.0. PCI Express 4.0 ist einfach nur für die Anbindung der Grafikkarte und für die Anbindung von einer schnelleren SSD. Es gibt SSDs da draußen, die sind so schnell, die brauchen PCI Express 4.0. Ihr braucht es jetzt zum Zocken nicht erstmal. Das ist schon okay. Müsst ihr aber halt drauf verzichten, wenn ihr hinterher einen Ryzen 5000 draufschmeißt. Packen wir für 59 Euro bei Mindfactory so in den Warenkorb. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 3600, 6x 4,2 GHz. Haben wir hier auch in der Box-Variante und zwar deshalb, weil dieser Lüfter, der hier drin ist, auch so verbaut wird im System. Der schafft den Prozessor zu kühlen, ja, aber die werden bekannterweise laut. Das ist einfach so. Ansonsten müsst ihr euch einen anderen reinkonfigurieren. Der verträgt auch 3200er RAM, der verträgt auch 3600er RAM, wenn man ein bisschen übertaktet, aber da kommen wir gleich noch zu. Kostet 205,90 Euro bei Computer Universe und packen wir auch so in den Warenkorb. Jetzt kommen wir zum RAM. Arbeitsspeicher 16 GB, DDR4 RAM, PC 3000. Da ist es jetzt so, ihr wisst nicht, was ihr bekommt. Ihr bekommt Corsair Vengeance, das wäre schön. G-Sklar Aegis wäre nicht so schön. Kingston HyperX wäre auch wieder schön. Speichertakt 3000 MHz. Jetzt seht ihr hier, wenn ihr 3000er nehmt, der Prozessor verträgt ja 3200. Wenn ihr 3000er nehmt, kostet das halt 0 Euro, klar, weil es im System mit drin ist. Nehmt ihr 3200er hier unten, kostet das schon 12,90 Euro Aufpreis. Jetzt haben wir ihn hier auch. Ich habe jetzt in dem Fall den Aegis genommen. In der 3000er Variante kostet der 73,75 Euro bei Mindfactory. In der 3200er Variante kostet der 74,90 Euro bei Equipper. Das heißt, der ist circa einen Euro teurer und Agando prügelt ihn euch für 13 Euro rein, wenn ihr den upgraden wollt. Finde ich schon happig. Hätten sie direkt 3200er genommen, da wäre ich auch zufrieden gewesen, hätte nichts zu meckern, weil das genau die Spezifikation des Prozessors ist. Egal, packen wir für 73,75 Euro so bei Mindfactory in den Warenkorb. Die Sache ist einfach nur die, sie hätten es gekonnt. Es ist ein Budget-Build, ja, aber wenn er doch fast dasselbe kostet, warum macht man es denn nicht? Ihr merkt es bei einer Geschwindigkeit jetzt auch nicht sonderlich. Wenn überhaupt, wahrscheinlich merkt ihr es gar nicht, es ist messbar.
Beim Zocken macht es jetzt nicht den Unterschied. Als Grafikkarte haben wir eine Nvidia GeForce GTX 1660 Super 6 GB. Ich habe in dem Fall einfach mal die Asus TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super genommen. Kostet 429 Euro bei Galaxus, packen wir so in den Warenkorb. Zu den FPS kommen wir gleich. Hier wären wir auch schon bei den FPS-Werten. Das geht jetzt über 3D-Mark. Ich hätte mir jetzt auch ein Video raussuchen können, aber hier kann man genau die Konfiguration eingeben und bekommt dann circa die FPS. Wenn ihr jetzt natürlich eine OC-Variante einer Grafikkarte habt, dann ist das wieder was anderes. Übertaktet ihr den Prozessor, ist das auch was anderes. Hier geht es wirklich nur um die Stock-Variante. Ich habe auch spaßeshalber eben den Arbeitsspeicher mal auf 3200 geändert. Hat jetzt an den FPS hier nichts gerüttelt. Zumindest nicht bei Fortnite. Ich hatte das kurz mal verglichen, da war jetzt kein Unterschied festzustellen. Wäre trotzdem schön gewesen, wenn sie es eingebaut hätten. Kostet ja fast dasselbe. Also bei Fortnite hätten wir in 1080p Full HD Standard-Settings 195 FPS, in WQHD Maximum-Settings über 65 FPS. Das reicht erstmal aus. Bei Warzone haben wir 105 und 65 FPS. Bei Apex Legends haben wir 140 und 75 FPS. Also ihr müsst mal gucken. 1080p, 1440p und Standard-Settings zu Maximum-Settings. Für viele auch interessant, GTA 5, 160 FPS und 40 FPS. Overwatch 240 FPS und 100 FPS. Also ihr müsst immer schauen, wie ihr es halt einstellt. Wenn ihr jetzt natürlich bei Full HD irgendwann hergeht und dann irgendwie Maximum Settings reinpackt, dann packt ihr die 240 FPS auch nicht. Braucht ihr auch nicht. Ab 60 FPS ist alles flüssig spielbar. Ich persönlich spiele gerne auf 144 Hertz FPS. Wenn sich das so ausgleicht, ist das eine schöne Sache. Nur wie gesagt, es ist ein Budget-Bild und alles ab 60 FPS schon okay. Wenn wir jetzt natürlich in Richtung AAA-Titel gehen, dann sieht die Sache wieder ein bisschen anders aus. Wenn wir Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel nehmen, 70 FPS zu 40 FPS ist schon hart. Battlefield 5, 135 FPS und 60 FPS, das geht dann auch schon wieder. Wenn ihr ein paar Abstriche machen könnt, vielleicht in den Einstellungen nicht alles auf hochdrehen und so, dann geht das. Als Laufwerk haben wir eine M.2 SSD und zwar die NVMe M.2 SSD 500 GB Kingston NV1. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700. Die packe ich auch ständig in die Systeme rein. Kingston NV1, Crucial P1, Crucial P2, wie sie alle heißen. Das ist eine vernünftige SSD. 500 GB reicht erstmal aus. Wenn ihr jetzt Windows, Treiber, Discord und so installiert, dann bleiben euch davon vielleicht noch 400 GB. Also ihr müsst wissen, 500 GB sind im System nicht 500 GB. Das liegt dann so bei bummelig 460, 470. Wenn ihr jetzt noch Windows und so draufschmeißt, landet ihr bei 400. Da könnt ihr jetzt noch 2-3 Spiele drauf installieren, je nachdem was für Spiele, dann wird es irgendwann eng. Ihr könnt jetzt natürlich auch 3-mal Among Us installieren, dann könnt ihr das noch 300 Mal hinterher schmeißen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also so ein Call of Duty oder ähnliches zieht ja schon eine ganze Menge. Oder ARK, wurde mir jetzt gesagt, ARK. Kann auch gerne mal an und für sich 300 GB ziehen, je nachdem, welche Mods da drin sind. Also müsst ihr schauen, dass er hinterher erweitert. Das Problem ist halt, dass das Mainboard nur diesen einen Steckplatz hat. Das sage ich ja immer, diese Erweiterbarkeit. Und da wird das halt von dieser hier belegt. Das heißt, ihr müsstet hinterher erweitern, entweder über eine PCI Express Karte, wo ihr dann noch so eine NVMe draufstecken könnt, oder eben eine 2,5 Zoll SSD oder HDD, wie ihr möchtet. Im Gehäuse ist auf jeden Fall Platz dafür. Kostet 49,36 Euro bei Böttcher AG und packen wir so in den Warenkorb. Ja, ansonsten ist hier nichts mehr großartig bei, bis auf Windows. Wir haben hier den Original AMD Ryzen Stealth Cooler, das habe ich euch eben schon gezeigt. Das Coole ist, hier steht Gehäuselüfter hinten, einmal 120 mm vorinstalliert. Das war bei dem Video, was ich gesehen habe, zum Gehäuse noch nicht so, da war kein Lüfter drin. Entweder verbauen sie den jetzt extra oder ist mittlerweile beim Gehäuse dabei. Das Video war schon ein bisschen älter. Hier haben wir das Windows 10 Pro 64-Bit. Haben wir hier für 28,86 Euro über MySoftware, packen wir so in den Warenkorb. Oder ihr kauft es bei meinem Partner für 14 Euro bei CDK Deals. Das ist euch überlassen. Hier ist es halt schon mit dabei. Ich wollte es nochmal erwähnt haben. Ansonsten 36 Monate Garantie und Support. Das ist ganz nice. 6 Monate vor Ort Pickup und Return. Das heißt, ihr sagt da Bescheid. DHL kommt, holt das Ding ab und ihr kriegt es dann irgendwann wieder. Ich denke mal so nach 1-2 Wochen, je nachdem, was halt defekt ist. Alles, was danach kommt, dann müsst ihr das Ding halt selber zur Post bringen. Die schicken euch ein Rücksendelabel und dann bringt ihr das zur Post, dann ist es weg. Aber ist halt so ganz angenehm. Bearbeitung, Standardbearbeitung 4 bis 6 Werktage, ist auch in Ordnung. Und dann sind wir schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, hier ist der Ryzen, hier ist der RAM, hier ist die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, das Netzteil und Windows, und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 921,57 Euro, das System soll kosten 799,90 Euro. Das ist mal eine Ansage, oder? Ihr seid, wenn ihr dieses System kauft, 120 Euro günstiger, als würdet ihr es selber bauen, habt dazu noch 3 Jahre Garantie, 6 Monate Pickup und Return und müsst Däumchen drücken, dass ja alles richtig verbaut wird. Wenn ihr jetzt hergeht, tut mir einen Gefallen, kauft es bitte nicht so, wie es da steht, sondern nehmt zumindest ein anderes Netzteil. Wenn ihr auf diese Erweiterbarkeit und Zukunftssicherheit irgendwo scheißt, auf gut Deutsch gesagt, dann ist das okay.
Wenn es nach mir ginge, ich würde mir so ein System nie kaufen. Das Board ist mir zu klein, die Festplatte ist mir zu klein, der Prozessor ist mir zu klein, aber das ist meine persönliche Meinung. Wenn ihr ein System haben wollt, wo ihr auch diese FPS erreicht, die unten angegeben worden sind, circa, ist ja keine genaue Angabe, das sind ja mehrere Benchmarks gewesen, dann kauft euch das ruhig, aber nehmt ein anderes Netzteil. Ich vertraue diesen Aerocool-Dingern nicht. Ich hatte es auch persönlich noch nie in der Hand, weil ich sowas einfach nicht verbaue. Lese mir Testberichte durch, da schneidet dann Core sehr gut ab. Da schneidet auch Be Quiet gut ab. Da bezahlt ihr auch irgendwo für den Namen mit. Klare Sache. Nur, ich weiß, dass ich, wenn ich jetzt 30 PCs verkaufe und ich habe 30 Mal ein Be Quiet-Netzteil und davon geht nicht eins zurück, dass ich weiterhin Be Quiet verkaufen werde bzw. verbauen werde. Gut, das wäre es dann auch zu diesem System. Wie gesagt, direkte Kaufempfehlung für mich jetzt nicht, aber ihr macht nichts falsch. Die ziehen euch damit nicht ab. Ihr habt Windows mit dabei, ihr könnt sofort loslegen, zocken, wenn Windows nicht defekt ist, wie bei dem einen Kollegen, was er da angesprochen hat, der installiert das halt neu. Ist ja auch okay. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Schaut gerne mal auf Discord vorbei. Habe ich unten verlinkt in der Beschreibung vom Video. Einfach draufklicken, Discord joinen. Wenn ihr Fragen habt, gerne Fragen. Ich antworte, meine Mods antworten, die anderen User antworten. Wir haben über 300 Leute auf diesem Discord, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Anliegen. Tut mir den Gefallen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was hältst du von diesem System, wenn ihr mir da diese Config reinschreibt, schreibt es bitte am besten ins Discord. Da geht's nicht verloren, da vergesse ich es nicht. Ich lese die Kommentare meistens in der Pause auf der Arbeit und dann vergesse ich das nach 10 Minuten wieder und ich kann euch ja auch nicht so schnell antworten, weil Pause ist für Pause machen da, ne? Kennt das ja. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und ciao, ciao.